Ich bin Julia Reda. Ich bin Spitzenkandidatin der Piratenpartei Deutschland zur Europawahl. Die Europawahl findet an diesem Sonntag statt und zum ersten Mal gibt es bei dieser Wahl keine Prozenthürden. Wir Piraten treten an, um auch überall sonst in Europa Hürden abzubauen. Seit 3 Monaten bin ich jetzt im Wahlkampf und überall in Europa reichen wir Piraten die Hand. Mit einem gemeinsamen europäischen Wahlprogramm und einer gemeinsamen Vision von einem grenzenlosen Europa treten wir Piraten zu dieser Wahl an. Diese Wahl könnte für uns Piraten wichtiger nicht sein, denn die Zukunft der vernetzten Gesellschaft wird in den nächsten 5 Jahren im Europaparlament entschieden. Wir haben hier die Chance, die europäische Datenschutzreform zu einem erfolgreichen Ende zu bringen und ein europäisches Netzneutralitätsgesetz überall durchzusetzen. Wir haben hier die Chance, das Freihandelsabkommen TTIP abzulehnen, damit unsere demokratischen Rechte nicht eingeschränkt werden. Hier können wir die Trendwende einleiten, weg von der Massenüberwachung unserer Außengrenzen und unserer Kommunikationswege und hin zu einer offenen Gesellschaft, die den technologischen Fortschritt nutzt, um Emanzipation und Teilhabe für alle Menschen zu schaffen. Und hier haben wir zum ersten Mal seit über 15 Jahren die Chance, das europäische Urheberrecht zu reformieren und den freien Austausch von Wissen und Kultur allen Menschen in der Europäischen Union zu ermöglichen. Mit der Europawahl 2014 wird die Piratenpartei erwachsen. Wir kämpfen um Sitze in dem Parlament, in das wir 2009 zum ersten Mal eingezogen sind. Das heißt, wir haben das erste Mal die Chance, wiedergewählt zu werden. Wir haben viel erreicht in den letzten 5 Jahren. Die erfolgreiche Kampagne gegen das Handelsabkommen ACTA, die Vorlage eines europäischen Netzneutralitätsgesetzes und den freien Zugang zu öffentlichen Werken. Das sind alles Erfolge, die die Piraten im Europaparlament entscheidend mitgestimmt haben. Unsere Abgeordneten Amelia Andersdotter und Christian Engström haben das Europaparlament für alle Menschen geöffnet und sie haben über 10.000 Leute dazu gebracht, der Europäischen Kommission Vorschläge für eine Urheberrechtsreform zu machen. Zur Gründung der Europäischen Piratenpartei haben sie über 400 Piraten aus der ganzen Welt nach Brüssel eingeladen und sie haben dort den Grundstein gelegt für den nächsten Schritt in der Entwicklung dieser transnationalen Piratenbewegung. Und in diesem Charakter als transnationale Bewegung besteht auch unsere größte Stärke. Für uns ist die Europawahl keine Wahl zweiter Klasse. Sie ist kein Beliebtheitswettbewerb in einer beschränkten nationalen Politikarena. So global wie das Netz, so global ist auch unser Anspruch an Demokratie und Mitbestimmung. Während überall in Europa nationalistische Parolen und Parteien auf dem Vormarsch sind, zeigen wir Piraten, dass ein grenzenloses, ein gemeinschaftliches und ein demokratisches Europa die richtige Antwort auf die Fragen der Globalisierung ist. Anstatt immer nur auf die nächste Krise zu reagieren, formulieren wir Piraten Visionen. Wir wollen bedingungsloses Grundeinkommen anstatt Arbeit um der Arbeit willen. Wir wollen Mitbestimmung statt Durchregieren. Und wir wollen einen Weltraumaufzug statt Abschottung. Geht also am 25. Mai zur Wahl, nehmt eure Freundinnen und Freunde mit und macht euer Kreuz bei der Piratenpartei.